Ja, hallo Herr Mann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Wie immer, fränkisch ist es jetzt einen Tag her. Ich habe ordentlich getrunken, man hört es ein bisschen an der Stimme. Leichte Katerstimmung und ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier tun und warum wir hier überhaupt sind. Ich habe alles vergessen über Nacht. Aber hier ist eine Quest und die nehmen wir jetzt gleich mal an. Ah, willkommen. Im Moment habe ich einen Gast. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Ja, hier soll es Probleme geben. Die Leute die möchte ich gerne lösen. Da habt ihr schon die Wahrheit gehört. Wir haben einen Altmeermagier angeworben, der den Wald oberhalb des Dorfes roden sollte, um mehr Platz für unsere Bienenstöcke zu schaffen. Er ist jetzt schon. Ja, ja. Nun, wenn er den Vertrag nicht bald erfüllt, dann wird er seine Frau essen müssen. Alania scheint mir ein wunderbares Mädchen zu sein. Warum soll er essen müssen? Was? Wir sind einfache Leute hier und wissen nur wenig über Magie. Als Teil unseres Vertrags hat Alania sich als Paktgeisel angeboten. Ich möchte Meister Pirkalmo gerne mehr Zeit für das Wirken seiner Magie einräumen. Aber bitte? Im Zelt des Magiers sind einige Papiere. Verstehe ich nicht. Ich bete zum Grün, dass ihr uns dabei. Ja, das kann ich. Wir haben Pirkalmo angeworben, um die Bäume oberhalb des Dorfes. Ja, ja. Das ist die Philosophie. Ja, ja, die aber. Religiöse Welt. Ja. Es ist uns verboten, dem Wald... Ja, natürlich. Es ist etwas... Laut unserer Traditionen ist die Paktgeisel eine Garantie, dass die mächtigere Partei ihren Teil der Abmachung auch tatsächlich einhält. Wenn Pirkalmo seinen Teil des Vertrags nicht erfüllt, sind wir gezwungen, seine Frau zu kochen und sie ihm als Untrappa zu servieren. Bitte? Auf Tamrielisch könnte man es mit Wiedergutmachung übersetzen. Bei uns heißt es, dass man seine Sünden isst, wenn man gezwungen wird, die Untrappa... Oh mein Gott! Was für eine Hinterwäldlergesellschaft. Das ist wirklich Alania Sanftblöde. Eine Geisel des Pakts zu sein, erweist sich wirklich als sehr angenehm. Was krankst? Oh, nein, 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 ganz und gar nicht. Rand war sehr freundlich. Mhm. Oh, dieser törichte Pirka. Ich wette, er würde jede... Okay, das, also... ne? Ohne jetzt dazu viel zu sagen, aber das ist eine crazy Stadt. Crazy. Crazy. Eine Schatzkarte aus der Schnittermark. Nee, why not? Okay. So, was steht hier? Ach, das war's schon. Okay. Was? Was macht ihr in meinem Zelt? Hey, du. Wer seid? Oh, hallo. Ihr seid nicht aus Weidenhain. Ihr... Du bist der Pirkalmo? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ach, sei Dank. Ich könnte wirklich etwas Hilfe brauchen. Irgendetwas ist schrecklich schief gegangen. Und ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich hätte ihn... Ich weiß nicht, essen. Oh, das Ritual. Das komm. So. Was? Fackelkäfer, Panzer. Was geht denn jetzt? Bleib da, Fackelkäfer, Panzer. Käfer sammeln. Da schau an, Ratten laufen da rum, du. Bleib da. Was hat er schon wieder bitte gesagt? Ich höre Schreie. Aber ist mir auch irgendwo egal. So, wo ist denn jetzt da so Holzzeug oder was? Ist das in dem Haus? Tiefer. Tiefer? Nee. Hä? Jetzt soll ich wieder was fragen? Sammelt kein Holz tiefer. Why? What? Ich hoffe, es war etwas Nützliches im Zimmer. Ah, dann ist ja gut. Hm. Wonach sucht ihr? Hallo? Ich hoffe, es war. Ah, dann ist. Oh, Kernholz. In jedem unserer gewachsenen Häuser geben. Okay. Okay. Auch sehr strange, dass mir das als tiefer angezeigt wird.
Achso, ich wollte ja die Schatzkarte. Achso, die ist Diebesgut, ne? Die kann ich nicht einfach so. Doch, die müsste ich doch mal benutzen können. Aha. Was? Ja, hör auf. Habe ich die jetzt nicht auf der Karte automatisch? Nee, anscheinend nicht. Komisch. Ich dachte, ich hätte dieses Add-on. Na gut. Verschachert alles, Händler. Hey. Was darf es denn sein? Rafting. Ich habe da noch etwas Chitin auf Lager. Schüchter dich ein. Und geht nicht. Ich würde es euch gerne verkaufen. Aber, ihr kommt nicht aus der Gegend, oder? Ich bräuchte einen Gefallen. Ich bin nur. Es war mir ein Vergnügen. Viel Spaß. Oh, habe ich das als Schrott wieder verkauft? Bin natürlich jetzt blöd. Ne? Ich hoffe nicht. Dwemer-Hänse. So, wie komme ich denn da hin? Da? Huch, Tischer. Tischer, lass mich. Au! Nein, falsche Taste! Keine Chance hatten sie. Okay, irgendwie hier hoch. Ja, mit dir will ich nicht. Oh, mit dir will ich kämpfen. Mit dir möchte ich unbedingt kämpfen. Schwierig. Oh. Wuhu, yeah. Spinnenseidenhut. Wundersteineffekt im 50 Gold, immerhin. Und ein blauer Hut, den ich nicht gebrauchen kann. Aber besser wie nichts, ne? Wollen wir uns mal nicht beschweren. Oh, Feuer, Feuer, Flammen, Zeug und Pipapo. Hey, hier habe ich was für dich. Mein Freund aus dem Zelt. Freut mich, euch wiederzusehen. Habt ihr die Ritualkomponenten? Ich weiß nicht, was ihr damit meint. Es ist alles in bester Ordnung. Wirklich alles. Ha, sie sind euch aufgefallen. Nun, das stimmt. Ich hatte vor, ein einfaches magisches Mittel zu beschwören, um die Bäume zu roden. Meine Leute, wir gehen keine Pakte mit Daedra ein. Ihr wisst schon. Aber irgendetwas lief falsch. Sehr, sehr falsch. Was wirst du machen? Wirkt das Ritual. Ich habe ihr alles bereit gemacht. Und doppelt überprüft, um ganz sicher zu sein. Ich brauche nur noch diese Komponenten, die ihr gesammelt habt und... Ja, fang doch einfach mal an. Ich schaffe das. Genau wie, wenn ich meine Notizen vergessen habe. Los geht's. Also dann. Wow, Meister Telingers Zauber ist einfacher, als ich dachte. Ich denke, ich... Da stimmt etwas nicht. Wo liegt der Fehler? Ich habe es doch richtig gemacht. Es ist... Ich brauche Hilfe! Was ist denn los? Ich schaffe den Zauber, den ich gewirkt habe. Er hätte keinen Atronachen herbeirufen sollen. Ich habe... Kann ich helfen? Ich muss den Zauber mit dem Atronachen verknüpfen. Kerne, vernichtet die Kreaturen und besorgt mir einen Kern von jeder Element... Alles klar. Atronachen töten. Wie schwer kann's werden? Gut, wunderbar. Ah, ich kann mal wieder so eine Mana-Regeneration einwerfen, oder? Habe ich da noch eine? Habe ich nicht. Scheiße. Und jetzt noch so solche da.
Upp, voilà. Gut. Besagt den. Habe ich abgeschlossen, ne? Flammen, Frost und Sturm. Okay. Wo muss ich hin? Da vorne irgendwo war das, ne? Ja. Aber du hast kein... Hä? Was habe ich denn jetzt nicht? Flamme? Sturm? Achso, Frost habe ich noch nicht. Hä? Das war doch der erste. Hat er nicht gezählt? Geh weg. Der Frosttyp etwa nicht gezählt. Das ist ja ärgerlich. Was gibt's hier? Absolut nichts. Wieso brennt sie? Brennt. Also, wir brauchen nochmal Frost. Sehr komisch. Äußerst komisch. Lass mich in Ruhe. Hör doch auf. Was ist denn da? Das ist eine Höhle. Aha. Frost, 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 Frost. Wo ist ein Frosttyp? Bist du auf der Suche nach mir? Hier ist doch einer. Alter, was machst du denn du da für einen Schaden? Wieder keiner dabei. Nochmal Frost machen. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Quest verpackt, oder was? Sonst gibt's doch immer gleich beim ersten Mal was. Oh, da ist einer. Ha, danke. Danke. Easy. Easy. Komisch. Also wirklich sehr komisch. Was ist hier los? Habt ihr etwa Daedra in unseren Wald beschworen? Wir arbeiten daran. Bitte, ich versuche. Ihr seid ein Ungeheuer. Unser Vertrag ist beendet. Das Grün hat gesprochen. Nein, wartet. Was? Hier, die Kanne. Alania, nein. Jetzt, wo Ranit gesehen hat, was hier geschieht, wird sie kochen. Ich muss los. Nein, nein. Nehmt diesen Zauberstab. Was soll ich mit dem Zauberstab? Finde die Quelle der Verderbnis. Aha. Mit dem Zauberstab habe ich jetzt auch einen bekommen. Nee. Naja, gut. Vielleicht habe ich den ja so einstecken. Die Quelle der Verderbnis. Ah. Ach, hör doch auf. Lass mich raten, ich muss in die Höhle. Wer hätte das gedacht? Ich
Patsch, patsch, patsch. Okay. Noch eine. Da hilfst du mir nochmal. Das ist doch eine blöde Kuh. Hoffentlich stirbst. What? 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 Sterblicher, kommt mal hier rüber. Ja, okay. Ey, Babas. Du hast aber noch anders ausgeschaut. Wie geht es euch? Hallo, sprechender Hund. Ihr Sterblichen, ihr bringt mich immer zum Lachen. Ja, genau, ich bin ein sprechender Hund. Ich heiße Barbas. Ich bin ein Gefährte des dädrischen Fürsten der Wünsche. Ein Kerl namens Clavicus Vile. Moment, Moment, dazu kommen wir gleich. Ich wette, ihr seid wegen all dieser Atronachen hier, oder? Dieser dumme Magier hat seinen Zauber mit sich durchgehen lassen. Nun, dieser Altar hier neben mir ist der Auslöser all seiner Probleme. Er hegte diesen stillen Wunsch, dass in seinem Leben endlich einmal etwas glatt gehen sollte. Der Altar hat diesen Wunsch vollkommen verdreht. Und um ehrlich zu sein, hält er mich auch hier gebunden. Warum bist du hier gebunden? Wollt ihr jetzt die Sache für diesen Kerl in Ordnung bringen oder nicht? Seine Frau wird noch gefressen werden, wenn ihr den ganzen Tag herumsitzt und mit Hunden. Das stimmt. Hält. Wenn ihr diese Sache in Ordnung bringen wollt, dann müsst ihr den Altar zerschlagen. Na schön. Wir werden beide glücklicher sein, wenn dieser Altar erst zerstört ist. Ja, beantworten wir mal ein paar Fragen. Was ist wie eine nervige Zecke an meinem pelzigen Hintern? Das könnt ihr mir glauben. Er ist der dädrische Fürst der Abmachungen. Man wünscht sich was? Geht einen Pakt mit ihm ein und dann gewährt er einem so viel Macht, wie man nur will. Zu einem gewissen Preis natürlich. Das ist eine ziemlich unverschämte Frage, findet ihr nicht? Ich bin ein Hund. Schaut euch mal mein kuscheliges Fell und Marile und ich haben eine komplizierte Beziehung. Wie kann ich euch das erklären? Ich bin ein Hund, klar? Er hat mich in meine Hunde. Aha. Ich weiß es nicht genau. Ja, dann benutzen wir den nochmal. Viel Glück bei, was auch immer, Sterblicher. Toll. Ist ja jetzt nicht pampig, wenn ich dann den Altar zerstört habe. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Ich werde aber ein pampig. Ach. Mann, jetzt gar nicht mehr unfreundlich. Oh, Dreamer Axt des Wort. Einhändig. 703 Schaden. Nehmen. Ist er mir gar nicht mehr feindlich gesinnt? Ist er nicht? Ah. Ja, dann brauche ich das ja auch nicht mehr machen, ne? Aber die sind noch feindlich. Okay. Okidoki. Was ist denn da eigentlich? Muss ich dann gleich nochmal gucken, wo das hinführt. Nicht vergessen, hoffentlich. Wahrscheinlich vergesse ich es. Aber gucken wir mal. Und, habt ihr sie schon gegessen? Ach nee, da liegt sie. Ihr seid zurückgekehrt. Versucht nicht, euch einzumischen, Reisender. Aufhören. Der hat den Vertrag nicht gebrochen. Wovon redet ihr da? Ich habe die Atronachen gesehen, Reisender. Unser heiliger Wald wird von dädrischen Bestien. Da war dädrischer Altar verborgen. Ich habe ihm eine Ihr habt bislang stets ehrenhaft gehandelt. Und ich habe keinen Grund, euch für einen Lügner zu halten. Aber was ist mit den Atronachen? Wir sind nicht. Ja, ich habe den zerstört. Kann diese Kreaturen verscheuchen. Ich verstehe. Jetzt ist mir klar, dass Weidenhain jemanden braucht, der sich mit dem Wirken von Zaubern auskennt. Aber in der Zwischenzeit muss ich mich entschuldigen.
Ich werde mich darum kümmern, dass Alania auf freien Fuß kommt. Ja, wo ist denn der Brück? Er wurde in mein Palmo? Haus eingeschlossen. Er wurde dort bis zur Essenszeit festgehalten. Ja, ich bringe ihm die gute Nachricht. Wetten, der ist tot oder so? Oder hat irgendwas beschworen? Oder bestimmt irgendwas passiert. In dem Haus da? Good news, everyone. Mein Freund, Sie haben mir auf den Kopf geschlagen und eingetragen. Die Alania ist sicher. Wirklich? Mhm. Nacht sei Dank, mein Freund. Ohne euch hätte ich nie heraus. Worauf warten wir da noch? Lasst uns gehen. Okay. Ja, vielleicht gibt's ja was zu plündern. Ja, schau. Aha. Ach komm, alles mitnehmen jetzt. Ich vergesse immer, dass das ja auch, wenn man es abgibt, schon XP gibt fürs Stehlen. Dass ich dann im Rang steige. Insofern sollte man jeden Mist mitnehmen. So lang zumindest, bis man das entsprechend gelevelt hat. Außer natürlich, man hat so viel Zeit und sucht sich dann nur so tolle Items, das ist natürlich auch cool, aber die Zeit besitze ich nicht. Meister Pirkalmo, Herrin Alania, bitte nehmt meine Entschuldigung an. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe auch gedacht, ich wäre schuld. Was er damit sagen will, ist, dass Missverständnisse dieser Art vorkommen. Wir gehören nicht zu denen, die wegen so etwas Groll hegen. Richtig, ja, genau das. Das habe ich gemeint. Ich würde euch gerne ein dauerhafteres Angebot machen. Wir könnten jemanden mit eurem Fleiß und Wissen gebrauchen. Dem kann ich nicht ganz folgen. Ich möchte nicht, dass Alania... Mein Lieber, sie bietet dir Arbeit an. Als Stadtmagier. Wirklich? Ich meine, ja, natürlich. Wenn du damit einverstanden bist, meine Liebe. Der Gedanke gefällt mir. Aber keine Steintafeln mehr, Ranit. Es wäre uns eine Ehre, Hopp. Euch beide Macht hier weiter. Zu haben. Gib mir meine Belohnung. Vielen Dank, Reisender. Die berühmte Ein Reifstab. Fürsten kann jedes Wasser trüben. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, was das da noch ist. Einfach nur, weil mich das ein wenig verwirrt. Dahin? Ach, da hoch. Okay. Hier habe ich aber nichts vergessen jetzt. Nee. Pascha. Passt schon. Aber was ist das hier? Was ist das? Wo führt es hin? Huch! Nach Gradwald. Aha. Das kommt jetzt überraschend. Da bin ich ehrlich. Komm, lad weiter. Lad doch. Oder wir machen das... Hä? Wo? Aha. Okay. Schön. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst.